Was geht ab? Wunderschön. Ohne Oma, ohne mich. Wo ist die Oma? Oma! Oma! Die ist nicht da. Die ist doch im Urlaub, oder nicht? Oh, das ist so gut, Alter. Wunderschönen guten Hallo. Assalamu alaikum, merhaba, tach tach. Moin, moin. Ukulu. Was geht, wie geht? Gut, 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 gut. Gut, gut. Aber man merkt den Sonntag schon wieder in den Knochen. Heute wird nichts gehen, geh nix. Hast du den Urlaub genehmigt in Naklo? Der Oma kann ruhig Urlaub machen. Ach ja. Moin, moin. Hallo, Loco. Moment, ich muss mal eben umswitchen hier. Oh lol, krass, dass du persönlich noch schreibst, aber kein Ding, ich mach sowas ja nicht, damit es vorgelesen wird oder so, sondern um zu unterstützen. Trotzdem mega cool, dass du noch geschrieben hast und sehr gerne. Ich habe gestern noch dem Precious geschrieben für die 1500 Bits, weil ich da leider vercheckt habe vorzulesen. Und dann habe ich immer ein sehr schlechtes Gewissen, habe ich mich nur mal persönlich bedankt. Also ich habe ihn nur geschrieben. Ha, wie geht's euch? Ja, ja, wie immer ganz ruhig halt. Und dann nach 3 Minuten RP-Bauchkrampf vor Lachen. Ja, der Mila geht's nicht so gut. Die hat heftige Bauchschmerzen, die wird heute nicht am Start sein. Wann müssen wir nochmal die Leute abholen? 20 Uhr, ne? Besser ist es, Papa Kusche geben. Ich, keine Ahnung, ob der Pinsel heute aus dem Knast kommt. Mal gucken. Schwanger. Oh mein Gott, Bruder. Moin Curtis, und wirst du die Einladung von RP-Update annehmen? Ach, du meinst wegen dem Kaffee-Ding da? Pff. Ich mach mein eigenes Kaffee, der Vater kann hier hinkommen. Bruder, die reden doch auch nur über RP, das mache ich doch jeden Anfang des Streams, mache ich das. Ich rede permanent über RP. Und über die Vergangenheit und über bla 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 bla. Ich glaube, da wird es nichts Neues zu sagen geben. Und hallo Juri. Smitty, vielen lieben Dank für den Prime-Sub im 8. Monat und Tukulu und Tuab Shisui, Dankeschön für den Prime im 3. Und hallo Juri und hallo Max. Heute schneller in die Pommes, muss der Polizei noch Bescheid geben, etc. Das könnt schön die FIBler machen, hab ich gar keinen Bock, die BP anzurufen, Alter. Und Bucky, hallo und Cousin, hallo und Loco, hallo und Ultras, hallo und Smitty, hallo und Mindrip, hallo. Guten Abend. Und JTB, hallo. Und Gesundheit, hallo. Und Daynight ist auch da, hallo. Und der Chris, hallo. Und Pepsi und Loco und Patrick, yo, PD. Jemoin und Kobo. X-Ban, me, Fabiola, Smashing. Und It's Me, So What, Space Pirate, Tiger, Mr. Pony, Goji. Daynight ist auch da, ja, hallo, Daynight. Und bla, bla, und Chris und die Alina und Krix und Chiappo. Und Lacknal doch nur und Alpino und Schalpes. Du hast doch mal gesagt, dass irgendwas im RP gemacht wird oder so für dich und Twinkie. Irgendwelche News? News noch keine, ne? Aber hat was mit Juri zu tun. Aber Juris Terminkalender ist echt voll und momentan ist die Motivation beim Herrn Juri auch nicht so groß. Und ich möchte halt auch nicht dann permanent dem Herrn Juri auf den Sack gehen. Das tut mir leider leid. Motivation, Herrn Juri. Und Lavik, hallo. Noch nicht mehr im RP, schon für Backseat Gaming. Naja, Lavik, beruhigen Sie sich. Hier ist ganz, ganz wenig Backseat Gaming. Solange sich das im Rahmen hält, ist das in Ordnung. Und Shorty ist da. Und Loco, Moko, Shoko, Moko, Motherfucker, Popo. Was geht? Johnny ist da. Multipass, hallo. David, hallo. Und Daynight ist auch da. Hallo, Daynight. Aber an deine Ideen arbeite ich trotzdem, ja. Es liegt halt an Herrn Juri. Ich kann niemanden zwingen. Und Mattip, hallo. Mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet alle bisher einen wunderschönen Sonntag. Also kriege ich keine Beförderung. Was für eine Beförderung? Das Mod-Team entscheidet, wer Mod wird, ne? Nicht ich. Bruder. Musst du dich beim Alpino und so, musst du dich an die wenden und dann nur immer. Was macht dein TBC-Dream? Den habe ich heute verfolgt ein bisschen. Ich habe selber zwar nicht gezockt, aber wir bringen Mila gerade auf den Stand meines Charakters, damit wir zusammen leveln können.
beziehungsweise uns boosten lassen können. Weil das geht am schnellsten. Boosten im Sinne von Instanzen gehen und so. Der Weezy zieht uns da ein bisschen. Huckulu, Gamble, was geht? Mir geht's super, danke, Chat. Wie geht's euch? Chat, wie geht's euch? Hat Mattipp gefragt. Mr. Disgusting, hallo. Hab seit Jahren auch wieder angefangen, wieder Bock auf ein MMO gehabt. Oh, Bruder, die Sucht kickt, ich sage dir. Hallo, Chucky. Und Daynight ist auch da. Hallo, Daynight. Lese ich gerade. So, zeigt euch, ihr verrückten Menschen. Ihr wunderschönen, verrückten Menschen. Ach, Daynight ist auch da. Hallo, Daynight. Und Harry, Dankeschön für den Wies am 17. Du sollst hier nicht im Chat abhängen, Harry, du sollst leveln. Und Flöckchen, vielen lieben Dank für den Prime Sub zum 26. Und Kuss zurück. Hallo, Tomaren. Und der Goofy Will ist auch am Leveln, sogar in TBC. Der ist Level 20 mittlerweile. Der hat heute seine erste Instanz gemacht in den Dead Mines. Und war total überfordert. Aber er ist stolz wie Oscar. Goofy spielt einen Mensch, einen Female Mensch Warlock. Warte mal. War da der Peanut-Food-Sound? Doch, das war der. Bald 60. Aktuell gibt's nur Rotzatz-Games. Hab in 4 Tagen 6 Spiele zurückgegeben. Dann probier doch einfach mal TBC aus, Mann. 719 Ghost for 24. Lieben Dank für den Wisdom im 26. Monat. Musste erstmal googeln, was TBC ist. WoW, kein Wunder, dass ich nicht wusste, was das ist. Bäh. Hallo. WoW ist schon, ja. Eigentlich hast du recht. Lunori, was vielen lieben Dank für den Resub in zweiten, für den Musikgeschmack. Immer, Mike, immer. Und schön, Mike, dass du gestern im MP warst und moderiert hast, ne? Ich musste das übernehmen. Ihr Pfeifen, ihr. Ach, Daynight ist auch da. Hallo, Daynight. Wenn ich mal privat so viel Aufmerksamkeit bekommen würde wie hier. Hahaha. Kauf dir eine Katze, Junge. Rust ist schon ganz nice, das Game. Stimmt schon. Aber Rust ist toxic as fuck, Alter. Und ich bin echt schlecht in dem Spiel. Deshalb treibe ich mich auch nur auf PvE-Servern rum. Ich kam nicht rein über 1 Stunde. Ja. Hab heute mein erstes 140er Diablo 3 Rift Solo gemacht, Bruder. Boah, Diablo wird nur gezockt. Ist schon wieder ein neues Season, aber ist das Season-Ende. Oder? War schon hart am Überlegen, was nur bei mir in den Dornenauge ist, jeden Monat dafür zu zahlen. Ja, aber das sind 12 Euro, Alter. Lässt du den Zap hier weg und dann hast du schon mal die Hälfte gespart. Dafür hast du Vergnügen und bist glücklich. WoW nimmt dich ein wie ein Schlund und spuckt dich nach der Sucht aus. Ist so. Ach, Daynight ist auch da. Hallo, Daynight. Katze, schlechte Idee. Katze würde meinen Hund zerstören. Ja, aber dann hast du doch einen Hund, von dem kriegst du die Aufmerksamkeit. Kannst du auch mit Gold machen. Das stimmt allerdings, aber nur in Retail. Nicht in TBC. Ich finde, Daynet wurde heute noch nicht oft genug erwähnt. Der hat nicht einmal Hallo bekommen. Egal. Eine neue Season seit ein paar Wochen, okay. Ja, ich habe aufgehört, Diablo 3 zu zocken, weil bei den Seasons nie neue Belohnungen kommen. Das ist immer recycelter Shit. Das ist langweilig. Ja. Ja, Fitas Nibale. Vielleicht bereiten wir das mit TBC ja vor und dann machen wir mal so einfach so einen chilligen WoW-Tag. Mit den ganzen Köpfen, Alter. Da hängen irgendwie 15 Leute in einem Channel ab und alle zocken. Alle. Jack, Emre, alle. Jamar, egal wer, Alter. Der Harry, alle. Loot und Liefen. In TBC kannst du pro Account einen Schau auf 58 gegen Geld boosten lassen. Ich weiß, Dr. Made. Ich spiele aber einen Schamanen dran. Nein, den kannst du nicht boosten lassen. Also nicht mit dem System vom WoW. Weil das halt eine neue Rasse ist und so. Was geht ab, Sven? Wann kommt der Dance im Hot-Tube-Stream? Boah, Bruder. Ich mache jeden Tag einen Dance, aber nicht im Hot-Tube, sondern unter Dusche. Das könnte ich mal zeigen, wenn ihr Bock drauf habt. Hallo, Sunny Soul Life. Skit. Ach, Daynight ist auch da. Hallo, Daynight. Oha, er hat gerade echt egal gesagt. Ich bin jetzt 1 Minute böse auf Curtis. Imagine Ali spielen.
Imagine wegen 1% Verbesserung auf Vorderspielen und der Masse hinterher rennen. Und denken, man ist voll der Elite-Player, Junge, obwohl man gar keine Ahnung hat. Ne? Chapo. Ich hab Classic heute gezockt, Alter. Brauchst du nicht. Imagine, du spielst Horde und meldest ein BG an und musst 50 Minuten warten, bis du reinkommst, Alter. Während du bei Allianz einfach instant den Ball bekommst. Yeah. Aber ein Fußcam hab ich doch. Hier, guck. Das ist auch sein Grund, wieso ich die Finger vom WoW lasse. Du kaufst das Spiel, danach ist das dein Eigentum. Aber damit du dein Eigentum nutzen kannst, musst du noch monatlich zahlen. Hört sich als nicht WoWler nach Abzocker an. Musste ich mal loswerden. Selbst wenn du WoW kaufst, der Account ist nie dein Eigentum. Das steht sogar in der Euler, nennt man das so? Der Account wird immer Blizzard gehören, nicht dir. Also sind noch mehr Abzocke, Bruder. Keiner true, das mit dem BG. Ja, ist doch so. Und auf Gehennas auf internationalen Server ist ziemlich ausgeglichen. Zwar 45% Allianz und 55% Horde, aber Horde kriegt da dick aufs Maul, Alter. Weil die ganzen Elite-P-Server-Gilden da auf Ali sind. Ich warte nicht wieder. Ich habe gerankt in Classic WoW, Alter, auf Rang 13, Junge. Das gebe ich mir nicht nochmal. Mit den BG-Wartezeiten habe ich gar keinen Bock drauf. Ach, wait, dann kann ich ja heute ja am Flug sie hin. Bist du nicht MRP, Juri? Ihr seid alle böse. Seid wie mit D geschrieben, Daynard. Mit T nur bei Zeitangaben. Was gab's heute zu essen? Boah, eigene Döner-Kreation, ja? Richtig Bock hat das gemacht, Alter. Mit Tzatziki selbst gemacht und so. Voll geil. Aber ihr wisst schon, was ich meine, ihr Klugscheißer. Ja, Lavik, aber du bezahlst ja nicht nur für das Spiel, sondern auch für den mittlerweile echt extrem schlechten Support in WoW, den du da bekommst, wenn du mal was hast. Weiß ich nicht, sehe das nicht so stressig. Ist halt ein Hobby, ne? For the Horde. Yuki, pass mal auf, du. Fuck, wir haben schon halb. Ich mache eine Duftkerze und dann gehen wir direkt in die Pommes. 20 Uhr muss ich da drüben sein. Wenn er nicht am Handy geht, fliege ich auch nicht rüber, kann mich am Arsch lecken, Alter. Die können schon die BP anrufen. Vergiss nicht den überragenden Lounge, den er immer kriegt. Ja, in Retail ist das ja mittlerweile, geht das ja mittlerweile flawless, ne? Aber TBC und so, oh mein Gott, das wird echt eine Katastrophe. Wann Content? Hallo Oma. Ich glaube, für die Leute, die keine Ahnung von dem Spiel haben, Alter, denken sich die ganze Zeit nur so, was labert der Affe da? Oma hat Farbe geändert auf Rot. Aber finde ich gut, besser, alles besser als Blau. Chapo, man spielt eh nie am Patch Day. Das ist so eine, ne? Tag, die Herren, Damen, Kinder und sonstige. Bin Horde-Spielerin, nichts ist besser als die Horde. Ruhe! Ruhe, bitte. Stelle mir einfach alles mit einer Menge Fantasie vor. Gestern auch mit TBC angefangen, glaub mein größter Fehler, habe da eigentlich keine Zeit für. Dein Gehirn wird die Zeit dafür finden, Trust. Hast du einen chilling TBC-Stream, würde ich ja fühlen, dann kann ich selbst zuschauen und muss nicht selber süchtig werden. Naja, die Levelphase ist schon extrem langweilig. Lustig wird es dann, wenn man mit Goofy und so in die ersten Instanzen, da gehen wir zusammen als Truppe und er gar nichts checkt, Alter, und ich den anschreien kann. Oder alle in der Gruppe anschreien kann, weil die nur Scheiße bauen. Außer Jacki. Jacki ist auch so ein WoW-Pro, Alter. Der hat das auch im Blut. Welchen Schaß du in Diablo immer gespielt? Ghost, ich hab alle gespielt. Ich bin immer der Meta nachgegangen. Ich hab alles gespielt. Das wird nicht lustig. Guten Abend, Dice, was geht? Zwerge, Master Race, Zwerge sind echt fett. In Classic stärker als in TBC. Aber bei einem Zwerg muss man sich halt vorstellen, die sind so klein und so ein bisschen, ne, breiter und absolut hässlich, Alter. Aber wenn so ein Charakter kommt im PvP und dich einfach wegfickt, Junge, ich würde mich aufregen. Spielst du Diablo 2 Remastered, Curtis? Ne, werde ich nicht spielen. Habe ich nie gespielt.
Das sind so die Zeiten von meinem älteren Bruder, der hat Diablo 2 gezockt, ich nicht. Dwarf Stone vom OP. Ja, aber entfernt kein Blind mehr vom Rogue Weezy, ne? Weil Blind kein Gift mehr ist. Nur noch Gift und Blutungen. Oder immer noch. Hallo Ruhrpotheldin. Ich habe in meinem Zwergkrieger kurz vor Pipelschrank 14 abgeschlossen. Ja. Wie viel Ehre musstest du denn in der letzten Woche farmen für Bracket 1? Für den ersten Platz auf deinem Server? Und was geht es hier? WoW, cooles Game, weil da immer Gänsehaut ist, oder Vinci? German, please. 750k? Auf welchem Server? Boah, 750k ist aber echt wenig, Alter. Patchwork. Auf Allianz-Seiten wahrscheinlich, ne? Obwohl, für die letzte Woche 750k ist doch schon viel. Ist jetzt neu, aber auch mega schwer reinzukommen in WoW. In TBC auf jeden Fall, in die alten Addons, ja. Retail-WoW nicht mehr. Da nimmst du eine Quest, dann da ploppen da Fenster auf, die sagen dir genau, was du machen sollst und so. Das ist super easy. Das ist ein Gerücht, ich kenne den nicht, wen kennst du nicht, Oma? Achso, der Kitkisch. Ork ist immer nur beste Klasse. Du meinst Rasse, ne, Pyro? Das stimmt schon. Horde ist tatsächlich ein bisschen stärker, aber nur ein paar Prozent. Das nimmt sich nicht viel. Du wirst genau wie in Classic einfach alles clearen können mit Random-Gruppen. Luzifron war halt nur krank auf. Luzifron habe ich gespielt zur Classic-Zeit noch vorne. Wir haben die komplette Allianz weggefickt. Die haben alle den Server getranzt. Die sind alle abgehauen, die Junge, weil die Angst hatten. Oder weil die rumgeheult haben. Die haben den ganzen Server im Arsch gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, da gibt es zwei Seiten. Einmal so für die Leute, die das jetzt nicht wissen. Einmal Horde und Allianz. Und die kämpfen, wie der Name World of Warcraft schon sagt, ne? Kämpfen so gegeneinander. Und wir haben die so dominiert im PvP und so auseinandergenommen, dass die alle einen kostenpflichtigen Charaktertransfer genommen haben und sich auf einen anderen Server verpisst haben. Und zwar alle, da gab es keine Allianz da mehr. Vielleicht eine kleine Gruppe nur von 10 Leuten oder so. Die sind alle abgehauen, Alter. Wir haben die so vom Server runtergekegelt, Alter. Ich bin von Luzifron abgehauen, war auch echt nicht mehr feierlich, konnte nicht mehr leveln, ja. Ich habe alles getötet, was mir in den Weg kam, Alter, ist mir egal gewesen. Wir haben so richtige Psychotruppen gehabt, Alter. Wir haben ganze Gebiete eingenommen und so. WoW ist so ein Lebenficker. Damals war schon schlimm, kam, wie das heute mittlerweile ist. Mittlerweile ist das echt Dings. Toll, Kurt, das ist ganz toll. Espelle, das ist das Spiel. Nach Heartstriker die Kicks, ja. Und dann haben sie fett AV gefahren mit ihrer Premade immer, Allianz Premade. Und haben voll auf die Kacke gehauen und meinten voll krass. Und als die Meta zerstört waren, die in Warsong mussten, haben wir die auch weggefarmt, alle. Ach, stimmt. Ich war auf Horde. Ich war beim Prey. Ist ein ziemlich bekannter WoW-Streamer. Und auch WoW-Spieler, E-Sport-Spieler. Bei dem war ich in der Gilde. Mit Bademeister und mit dem Jamar. Die armen Leute, die keine Ahnung haben, denken, wo bin ich hier? Das ist kein Mobbing-Schattenbund. Das ist wie... Ne, wie Dings in Guild Wars, World Force World. Aber ja, wir haben schon hart gegrieft, Alter. Ja, ich habe auch mit denen zusammen seinen Charmy gerankt. Wer warst du denn, Smuts? Weil ich habe mit dem Prey auch zusammen gerankt mit seinem Charmy im AV. Dreiergruppe und so. Bademeister macht eh alles. Ich bin 90er Boya, Loco. Wie hieß dein Charakter, Smuts? Scheiße, wir müssen ins RP, Alter. Ja, aber welcher Rogue? Was für ein Name, Junge? ...1990 bin ich geboren. Schwör bei Gott, ich hol die nicht ab, wenn die BP nicht anrufen. J-Bone? Boah, ich glaube, ich kenne dich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist auch schon wieder so lange her. Jetzt muss ich die IP-Adresse kurz raussuchen, weil ich wieder auf dem Dev-Server unterwegs war.
Scheiße, ich muss ins... Ja, ich muss ins RP, weil ich die Leute abholen muss, Oma. Nicht, ich muss ins RP und hab keinen Bock. So, ich muss mich beeilen. War mit LT MVP in der Gilde. Ja, mit dem habe ich gerankt in Warzone. Ach, Juri, du bist ja schon 50, locker. Und Jona Schulle, danke für den Prime-Sub im 1. Monat. Moin, du Tukelü. Was geht denn? Was machen solche Leute auf Twitch? Pass mal lieber für eure Enkel auf. Rein in der Pimmes, die goldene Möwe liefert heute. Ach du Scheiße, hast du bei McDonald's bestellt? Die brauchen immer 2 Stunden, Alter, und vergessen die Hälfte. Minuten bei uns nicht. Je.